Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute geht es darum, wir werden uns um den Iltis kümmern. Den habt ihr im Werkstatt-Alltag-Video gesehen, da habe ich den mit Ju abgeholt. Und heute ist so die erste Bestandsaufnahme, würde ich mal sagen. Und wir gucken mal, was so generell los ist. Und ich würde sagen, Julian, so fangen wir auch direkt an. Wir heben den mal hoch und gucken uns das Fass ohne Boden von unten an. Ich sehe gerade, der Sven ist ja auch da. Svenny, dann komm mit großer Kamera. Dann sind wir natürlich hier mit einer besseren Qualität am Start. Also eben Kameratausch. So, bessere Qualität. Sven hinter der Kamera. Ich habe dich ganz vergessen. Du bist ja Samstag heute auch hier. Ich habe gerade erzählt, Sven, wir gucken uns unseren Iltis mal von unten an. Und wir haben ja noch gar nichts gemacht. Als allererst bewaffne ich mich mit dem wichtigsten Werkzeug eines TÜV-Prüfers. Mit dem Hammer. Das ist echt noch richtig stabil. Auch hier Achsaufnahmen. Da ist zwar alles rostig, wie man sieht. Der stand wohl irgendwie auf einer Wiese. Geschichte von dem Auto kenne ich leider nicht. Ich weiß, dass der auf die Bundeswehr zugelassen war und anschließend ein Vorbesitzer im neuen Brief hat und dieser 81 kW DX-Motor ich glaube 1992 eingetragen wurde oder 91. Ein Iltis ist der Vorreiter vom Urquattro, habe ich gelesen, weil das hier ein Allrad ist. Guck mal hier, wenn du hier drunter guckst, das Getriebe sieht auch Audi sehr ähnlich. Hier haben wir eine Kardanwelle und geht zum Antrieb nach hinten, somit Allradantrieb. Und jetzt sind wir ja unterm Auto und das erste, was wir gucken können, ist, dieses Auto steht auf einem Rahmen. Das ist der Rahmen. Seht ihr hier. Und dieser Rahmen ist zwar oberflächlich angerostet, aber nichts durch. Ich habe an einer Stelle mal mit einer Drahtbürstenflex mal sauber gemacht und da sieht man, dass da eigentlich nichts dran ist. Aber was mir und oder wie uns in der Firma, dem Julian speziell, jetzt auch aufgefallen ist, was wir hier echt gut brauchen können, wäre eine Sandstrahlgeschichte. Ich habe das mal gesehen, da könntest du quasi alles so mit seiner Pistole Sandstrahlen von hier unten, weil das ja alles nur lose ist. Aber ich glaube, das macht A, eine Riesensauerei in der Halle. Also ist die ganze Halle sandig. Und zweitens ist so ein Sandstrahlgerät extrem teuer, so wie ich das gehört habe. Aber unter dem Auto müssen wir es demnächst auf jeden Fall machen. Deswegen fassen wir die Karosserie, was Rost betrifft, erstmal nicht an. Wie gesagt, der wichtigste Rahmen ist zusammen. Wo viel Rost ist, ist hier. Aber das ist nicht der Rahmen, sondern das Wölkchen. Hier sieht man, da sind Blecher bei nötig. Ich hau den Fall kaputt. Da ist man auf jeden Fall dran. Das ist auch wirklich die schlimmste Ecke, die ihr jetzt hier gerade so seht. Ist meiner Meinung nach bei dem Auto machbar. Ich habe schon geguckt, Blechteile gibt es noch. Und auch zur Not liegt ein bisschen was auf dem Boden. Karosserie. Das ist hier alles nur so, siehst du, ja, wabbeliges Blech. Und wie hier siehst du, musste schweißen. Hier sieht man schön, wie das Presto abplatzt. Da ist die eigentliche Karosse sogar glatt drunter, aber hier hat schon einer geschwappt. Also das Ding wurde schon mal übergefuscht. Ich sag mal so, er stand jetzt 20 Jahre oder wahrscheinlich länger auf irgendeiner Wiese und wurde vergammelt. Ich versuche ihn auf jeden Fall mit einem Kostenrahmen ordentlich wieder auf die Beine zu stellen. Natürlich werden wir das hier alles schweißen, auch hier. Das wird alles geschweißt. Und ich sag mal, ich finde es bis jetzt, was wir sehen, im überschaubaren Rahmen. Wir haben hier schon schlimmere rostige Autos gehabt, die wir auch geschweißt haben. Sachlich richtig. Aber von der Bodengruppe an sich ist hier ein Loch noch. Das hatten wir gesehen. Und ansonsten ist das Teil eigentlich stabil. Wichtig ist für uns erstmal, wir wollen die Technik zum Laufen bringen. Das ist nämlich das Ziel des heutigen Videos. Und dazu gehen wir wieder nach hinten. Ich habe nämlich direkt was bemerkt. Das kann ich euch sagen, ist definitiv nicht von uns. Ist auch schon nachträglich reinkommen. Das ist eine frische Benzinpumpe, die auch mit ganz neuen Schellen und hier auch der Schlauch, das ist alles neu. Dann sehe ich, oh, ein Kunststofftank. Der kann schon von innen nicht rosten. Also ich vermute, hier hat schon mal einer gefummelt. Und mir wurde auch gesagt, dass das Auto läuft. Aber ich habe noch keinen Schlüssel gedreht, weil ich gesagt habe, wer weiß, was mit dem Zahnriemen oder sonstiges los ist. Das können wir uns ja gleich mal angucken. Aber von unten, sage ich mal, sieht es gut aus. Räder drehen frei, hier hängen keine Bremsen. Oh, Makita kann auch Lieder singen. Makita singt uns ein Liedchen. Wie findest du denn so ein Teil? Super kurios.
Ich habe ganz, ganz oft jetzt gelesen, ihr habt es ja auch unter dem Video vom Alltag gesehen, Werkstatt Alltag, dass sie das irgendwie cool finden, dass ein Auto mal bei uns landet. Und man muss auch mittlerweile sagen, diese Autos sind echt sehr teuer geworden. Was schätzt du, was sowas in so einem Zustand kostet? In dem Zustand, boah, ich weiß jetzt auch echt nicht, wie oft es sowas gegeben hat, beziehungsweise noch gibt, aber ich würde mal so tippen, 3000 Euro? Nee. Dafür gibt es ein Auto nicht. Also ich sag mal so, ein Iltis, der vollständig ist, wo hier noch diese, wie nennt sich Plane. Das? Plane, Bedachung dabei ist, kostet richtig Geld. Also ich glaube, nichts Rollbares gibt es mir unter 8.000, 9.000 Euro. Und ich habe gute Exemplare gesehen, die dann frisch gemacht sind, wo die Karosserie vom Leiterrahmen getrennt wurden, wo alles neu geschweißt wurde, wo es neu lackiert wurde, neue Bremsen, alles neu, 25 aufwärts. Ui. 25.000. Und wir brauchen nicht sprechen. So ein Ding ist alles außer ein Alltagsauto. Das ist halt einfach für Gelände gedacht, für keine Ahnung, militärische Zwecke, was auch immer. Und ich finde es halt irgendwie kurios. Deswegen sage ich, mein Hauptziel ist es, dieses Auto technisch zum Laufen zu bekommen, was wir nachher mit Karosserie und Optik machen. Das steht erstmal auf anderem Blatt. Fakt ist erstmal, ich möchte eine zum Laufen bringen. Und dann habe ich gesehen, hier muss man, glaube ich, die Hauben aufmachen. Und dann ist hier ein Haken. So, Haubenstange. Na, Loch drauf. Hier hängt ein Golf GTI Motor drin. Das ist ein Golf GTI Motor, Kennbuchstabe DX. Dieser ist auch eingetragen. Hier liegen zum Beispiel auch noch Sachen drin, wie ein Keilriemen, noch ein Keilriemen, ein Wagenheber, eine Ventildeckeldichtung sehe ich hier noch. Und was ist das? Ich drehe es mal extra so. Ist das ein Mengenteiler, beziehungsweise eine Kappe? Eine man denkt erstmal, genau, man sieht hier Schraubanschlüsse. Das ist eine Verteilerkappe. Ah. Aber ich glaube, das ist damals wasserdicht gemacht worden, so wie es für mich aussieht. Und guck mal, hier siehst du, ist die Verteilerkappe verbaut und ich glaube, das hat was mit Wasserschutz zu tun. Das könnte sehr gut möglich sein, ja. Motor hat unseren beliebten Mengenteiler. Also haben wir hier eine Cargetronic verbaut. Das ist ja schon immer mal lustig. Mittlerweile weiß ich aber, das kriegen wir alles im Griff, brauche ich mir gar nicht mehr vor den Zinn. Was mich gewundert hat, ich habe ja GTI-Motor gesehen und ich habe die Eintragung gesehen. Komm mal hier hin, Sven. Mhm. Hier siehst du eine Tachowelle. Hier, die geht hier hoch und hier unten ist ein Verteiler. Eine Sache geht in den Innenraum rein, zum Tachometer im Innenraum. Jetzt gehe ich hier oben Leitung drüber und denke, was ist das? Und dann sehe ich hier drin, denke, haben das so ganz wild hier rausgepackt. Und ich denke so, das ist doch eine Tachoeinheit von einem Auto. Und wenn ich jetzt einmal das Ganze hier so vorsichtig rausnehme und drehe, seht ihr hier eine Elektronik und eine Tachoeinheit eines Golf 2. Ich habe mich erst gefragt, ich denke, naja, wurde das wegen TÜV gemacht? Weil er hat eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 145 und nicht mehr 130 von wie original. Und da habe ich mir gedacht, haben die dafür die Tachoeinheit wegen TÜV gemacht? Dann sehe ich hier die ganzen Kabellagen und ich denke so, was soll das zum Teufel da drin? Und jetzt muss man dafür einmal in den Innenraum reingucken. Kriegst du das drauf? Mhm. MFA. Du kannst hier Durchschnittskilometer, Öltemperatur anzeigen lassen und die Außentemperatur. Mhm. Und du hast sogar den Schalter hier mit MFA da drin. Also ich behaupte, ein total abgefahrener Umbau, warum man auch immer in einem VW Iltis eine MFA-Anzeige haben wollte. Deshalb ist der Tacho da drin. Also wenn ihr mich ganz ehrlich fragt, das weiß ich aber noch nicht, wenn wir das Auto nachher zusammen haben und es fahren wird, glaube ich, werden wir das rausschmeißen. Jetzt ganz offen gesprochen, wofür brauchen wir eine Multifunktionsanzeige im Auto? Für Öltemperatur oder was weiß ich oder auch für Durchschnittsverbrauch? Also das interessiert uns ja hier nicht. Und ich finde, das sieht halt einfach so ein bisschen unsauber aus. Ja, gerade in der Tüte. Aber es ist hier separat nochmal abgedichtet gewesen. Mhm. Weil das wird ja hier über die Motorhaube noch abgedichtet. Genauso wie hier. Hier ist ein Spannungswandler drin. Diese Fahrzeuge fahren wohl mit 24 Volt Bordnetz. Okay. Aber so eine Tachoeinheit und MFA läuft ja mit 12 Volt. Also ist hier so ein Spannungswandler, keine Ahnung, drin. Und das sind alles so Sachen, wo ich denke, brauchen wir das? Müssen wir das haben? Ich denke nicht. Deshalb denke ich, wir bauen das aus. Vielleicht sagt ihr uns ja auch, nein, Marco, lass drin, gibt besondere Sachen. Und wie gesagt, alles, was ich euch zu diesem Auto erzähle, ist gefährliches Halbwissen und ganz viel wenig Ahnung.
Weil ich habe nämlich gar keine Ahnung von Iltis. Hast du Ahnung von so einem Ding? Ich bin ganz ehrlich, ich habe das noch nie vorher gesehen. Ich kenne höchstens vielleicht eine G-Klasse oder hier so ein Willys-Jeep, wie man sie klassischerweise sieht. Aber das Ding habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Gar nicht. Ich kenne das auch nur eigentlich aus Erzählungen und durch die Kommentarfunktion, dass ihr geschrieben habt, Mensch, das ist der Urgroßvater vom Urquarto, was ich da alles gelesen habe. Und ich fand es halt einfach geil. Und unser Ziel jetzt ist, dieses Auto zum Laufen zu bekommen. Weil was eins immer klar ist, das ist ein Verbrennungsmotor und den kriegen wir auf jeden Fall ans Laufen. Das ist egal, wo der drin steckt und selbst wenn der nachher in einem Holzgestell steht. Das ist unser Ziel für heute, dass wir das Auto ans Laufen bekommen. Und bevor wir dieses Auto jetzt groß anfangen zu starten, zu orgeln, würde ich sagen, machen wir einfach mal die Zahnriemenverkleidung ab und gucken uns den Steuerriemen an. Weil wenn der nämlich so extrem porös ist, dass der jederzeit reißen könnte, dann wäre der Motor hinüber und wir müssten das Ganze ausbauen oder den Kopf abbauen, die Ventile erneuern. Das wollen wir uns natürlich ersparen, indem wir jetzt hier einmal die Imbusschrauben unten abmachen, die beiden Zehner oben und dann gucken wir uns mal den Steuerriemen an. In der Zwischenzeit kann ich mal einmal nach Öl gucken. Öl ist drin, aber Minimum. Könnten wir also gleich ein bisschen was auffüllen. Wasser ist auch drin. Zwar nur klares, aber das ist jetzt erstmal egal. Aber was ich auch sagen kann, wir haben die geilste Community der Welt. In der Zeit Julian jetzt den Zahnriemenschutz abnimmt, kommt mal mit. Wir bekommen samstags oder auch in der Woche so oft Sachen mitgebracht, so oft Sachen geschenkt, wo ich denke, lege ich ins Lager, vielleicht kann man es irgendwann mal gebrauchen. Und das ist jetzt nicht mal eine Woche her, ich glaube letzten Samstag, wir haben heute übrigens auch Samstag, haben wir Sachen mitgebracht bekommen. Unter anderem für den 1er Scirocco eine wunderschöne Blende. Ein Ventildeckel zum Beispiel. Hier siehst du eine KE-Jetronic. Mhm. Mit Kabelbaum alles dabei. Kommt übrigens alles vom gleichen Besitzer. Tachoeinheiten vom 16V bis 260. Und hier kommt das Herz aller Begierde. Guck mal, was hier liegt. Die sieht sehr frisch aus. Ne? Ja, eine frisch überholte Car-Jetronic aus dem Golf 1 GTI. Herzlichen Glückwunsch. Golf 1 GTI Motor. Und das ist das, warum ich sage, es lohnt sich immer wieder, Sachen auch wegzulegen. Wir können nicht immer alles sammeln. Wir kriegen natürlich so viel Mikro, wo ich sage, boah, manchmal, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Hey, was? Jetzt denken die wirklich, ich wäre ein Ludolf. Aber sowas ist Gold wert. Und so eine Community ist nicht Gold wert, sondern Platin und was auch immer für einen Werkstoff. So, da ist die Zahnriemenverkleidung ab. Hä? Was ist da denn passiert? Ui, da ist mal was auf jeden Fall böse geschliffen. Aber ich würde sagen, der Zahnring, guck mal von hier auf die Schrift, die sieht sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht, hier kannst du die Schrift erkennen und der ist auf jeden Fall null porös, null. Aber der hat auf jeden Fall mal irgendwo böse einmal geschliffen, sehe ich jetzt nicht als problematisch an. Was ich vorschlagen würde, Julian, Lichtmaschine ist frei, Wasserpumpe dreht sich frei und macht keine Geräusche. Dass wir jetzt den Keilriemen wieder drauf machen, lassen die Zahnriemenverkleidung ab, da sehen wir, genau, was da passiert. Ja. Dann haben wir das im Auge. Keilriemen hast du hier? Oh, der hat sich. Der hat sich aber schon geformt. Hat sich schon eingelebt. Der hat sich schon eingelebt, wie er sein sollte. Sieht aus wie so ein Wankelmotor. Das wäre auch mal was, ein Wankelmotor bei uns. Aber, jetzt sage ich auch ganz ehrlich, haben wir gar keine Ahnung von, du wahrscheinlich auch nicht. Aber trotzdem hätte ich es gerne mal. Wir lernen uns das halt einfach selbst, so wie unsere Mengenteiler-Sachen. Eher Rohr 80 oder eher RX-7? Ich finde beides geil. Also ich muss zugeben, der spektakuläre wäre natürlich der Mazda, der RX-7. Aber dann als Turbo wäre natürlich noch geiler, aber habe auch gar keine Ahnung von. Und ich glaube, zu uns besser passt mir der Rohr 80. Ist halt einfach die Wahrheit. Wir müssen ja nicht direkt immer in die Vollen starten, sondern wir fangen klein an, weil wir müssen ja auch mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich glaube, so heißt das. Steckt sich dann irgendwas in den Backen und auf geht's. Und so machen wir das dann auch mit den... Nein, wir schweifen es voll ab. So, jetzt machen wir da mal noch einen Schluck Öl drauf. Das kann ja nicht schaden. Und dann müssen wir mal gucken, ob Benzinpumpe läuft, ob Sprit da ist, ob Zündfunken da ist. Bin mal echt gespannt. Aber die Leute sagten, der läuft. Genau, also ich habe ein Video gesehen, muss ich aber dazu sagen, so ein Video habe ich auch vom Porsche 924 Turbo gesehen, dass das Auto läuft und wir haben gesehen, wie gut das lief mit dem Porsche. Das Video war aber schon in Farbe, oder? Ja, ein halber Liter reicht. Wir wollen ja jetzt nicht gleich auf den Prüfstand damit. Ach ne? Ja, ich würde sagen, jetzt müssen wir uns mal durchwuscheln, wo dieses Auto Batterien hat. Ich glaube, dafür müsste man immer tiefer lassen. Ich habe gesehen, nee, hinten habe ich was gesehen. Wow, ja. Komm, jetzt, Sven, ich zeig dir das mal. Da ist eine Batterie und da ist eine Batterie. Spricht für 24 Volt, da auch rote Kappen drin sind. Und ihr seht, das liegt da alles so. Eigentlich sieht das für mich neu aus. Wenn ich jetzt aber vorne reingehe,
erstmal gucken, dass wir hier auf Leerlauf sind. Wenn ich jetzt hier die Zündung anmache, hier leuchtet gar nichts. Aber irgendwo hat so ein Teil bestimmt... Aber das sieht aus wie so ein Hauptschalter. Ich drehe das jetzt mal runter. Oh, das, guck mal, da ist die Multifunktionsanzeige ist angegangen. Oh. Boah, krass, die Uhrzeit zeigt da an. Ich probiere mal, ich mach mal Zündung an. Aha. Ja. Geil. Dann warte mal, jetzt will ich mal was gucken. Bleib mal auf der Multifunktionsanzeige. Ja, ich gehe mal auf den Schalter, ob das funktioniert. Ja. Unfassbar. Minus 40 Grad, das stimmt aber nicht. Also MFA ist sogar angeschlossen, der Schalter hier oben. Jetzt hier oben haben wir auch Zündungskontrollleuchten, Öldruck, Batterie und Temperatur. Julia, soll ich einfach mal... Dreh mal um. Mal einfach mal drehen. Hört sich erstmal sehr gesund an, der Motor. Aber springt nicht an. Kannst du einmal hinten hören, ob die Benzinpumpe läuft? Ja. Benzinpumpe läuft? Das fühlt sich auf jeden Fall so an, ne? Okay, dann müssen wir mal gucken, was wir hier noch so für Schalter haben. Ich drehe jetzt mal, guck mal, hier sieht man es wunderschön. Ja. Korrigierte Sicherung. Mhm. Und ich drehe die jetzt alle mal, dass sie wieder Kontakt haben. So, Zündung wieder an. Aus eigener Kraft schon mal nichts. Ist das Sprit drin? Das ist das nächste, was ich auch gerade fragen würde. Der Tanknadel nach. Nein. Oder warum geht hier nur so ein Gebläse an und aus? Blinker geht. Fernlicht geht. Boah, Wischer geht. Können wir direkt zum TÜV fahren, ne? Ast rein. Was haben wir hier? Innenleuchte. Boah, geht auch. Ich messe mal hier Strom an der Pumpe. Vorsicht! Strom ist an, soll ich orgeln? Ja, Mama. Ja, Strom kommt. Auf Geh mal einmal zum Julian, das zeigen wir mal. Aber wir haben hier nur 9 Volt. Ja, das müsste reichen. Was ich jetzt mal machen würde. Wir kommen nicht drum rum. In jedem Video, wo wir ein Auto starten, kommen wir einfach nicht drum rum. Schussbremsenreiniger, ja. Immer für das Hinterköpfchen klatscht, dann funktioniert das auch mit dem Motor. Ich würde direkt hier ins Ansaugrohr rein, hier volle Kanone. Reicht. So, jetzt müsste er, wenn wir Zündfunken haben, auf jeden Fall irgendein Geräusch von sich geben. Was wir jetzt schon mal wissen, Motor läuft, wenn wir Kraftstoffversorgung haben. Jetzt fangen wir wieder ganz vorne an. Ich würde sagen, wir gehen vom Benzinfilter, lösen die Leitung und schauen mal, ob da Sprit kommt. Genau. Ob die Benzinpumpe Sprit liefert. Keilriemen quietscht, den spann ich. Ui, der wird aber heiß. Schleift der vielleicht immer noch irgendwo, dass der so heiß ist? Nee, guck mal, das ist hier der Zahnriemen. Ja. Der hat Abdrücke, da hat mal irgendwann was geschliffen. Vielleicht war das Blech nicht richtig eingerastet, aber wie ihr seht, der sieht für mich aus, ob den irgendwann mal einer gemacht hat. Also ich sage ja, die Geschichte von so einem Auto wirst du nie erfahren. Was jetzt hier ist, wir haben den Riemen zu locker gelassen. Mhm. Und deshalb macht er diese hässlich quietschenden Geräusche. Die können wir ja aber eben beseitigen, das ist kein Thema. So, der Julian hat jetzt hier gelöst und wir sehen, da kommt ein bisschen Sprit, aber das tröppelt nur, da ist überhaupt kein Druck drauf. Da ich aber gesehen habe, dass die Pumpe relativ neu aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die kaputt ist. Vielleicht fangen wir mit dem einfachsten der Welt an. Wir tanken einfach mal. Boah, guck mal hier, ein richtiges Sieb drin. Da ist der Kraftstofffilter hier beim Einfüllen. Ja. Ah, ist schon geile Technik. Das muss natürlich höher stehen, ist das? Ah, jetzt läuft's. Der zweite Fehler könnte sein, dass die Jungs neue Pumpe reingemacht haben oder die Leute und vielleicht nicht den Tank sauber gemacht haben, dass die jetzt die neue Pumpe schon kaputt wieder, ist. Ja. Was wir jetzt machen, wir lassen auch direkt jetzt mal vorne, würde ich sagen, am Benzinfilter mal locker und ich orgel mal und du sagst mir, ob Kraftstoff kommt. Nö, kommt nix. Bist du vor oder nach dem Kraftstofffilter? Danach. Jetzt könnten wir nochmal vor dem Kraftstofffilter aufmachen. Mhm. Es könnte natürlich sein, dass der Kraftstofffilter verstopft ist und deshalb nichts mehr durchlässt. Wenn da auch kein Sprit kommt,
Dann haben wir definitiv weiter hinten zu suchen, nämlich wieder an der neuen Pumpe. Und da wird es nämlich dann der Fehler sein, den wir oft auch schon gemacht haben. Wir machen den Tank zwar einmal grob sauber, frischen Sprit drauf, neue Pumpe rein. Die saugt direkt Dreck an, ist die Pumpe direkt hinüber. So, was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass wir vor der, also hier sind wir nach dem Kraftstofffilter und das hier ist vor dem Kraftstofffilter. Hier ist überhaupt kein Druck drauf etc. Das bedeutet, wir gehen jetzt zum Ursprung zurück, nämlich hinten zur Pumpe, lassen vorne die Leitung jetzt aber offen. Also hier sehen wir, die ist locker, dass wir hier gleich mal von unten Luft durchgeben können, um zu schauen, ob die Leitung denn frei ist. Weil wir haben das ja jetzt schon öfter bei Fahrzeugen gehabt, dass die Benzinleitungen, die Schläuche, die Rohre verstopfen und dann keine Flüssigkeit mehr durchgeben. Passiert bei Bremsleitungen ganz oft, bei Bremsschläuchen, dass die sich zuquillen. Und um das zu überprüfen, werden wir natürlich oben offen lassen, dass die Luft nachher da durchströmen kann. Jetzt gucken wir uns quasi hinten an der Pumpe an, was da passiert. Was der Julian schon gemacht hat, ist, wir haben hier einmal die Zuleitung zur Pumpe schon mal zugemacht, dass wir den ganzen Tank jetzt nicht wieder leer machen. Und hier sehen wir schon, guck mal hier, die Schelle ist gar nicht drauf gewesen. Wahrscheinlich hat der letzte hier auch schon gefummelt und hat gemerkt, dass das gar nicht irgendwie fruchtet. Ich hole mal eben Seitenschein, dass wir die Pumpe schon mal locker machen. Weißt du, was ich glaube, Julian? Mhm. Der lief bestimmt, dann aus irgendwelchen Gründen ist er ausgegangen und dann hat sie keinen Bock mehr. Das kann nicht möglich sein, ja. So, weil hier seht ihr, die Schelle haben wir jetzt nicht viel losgemacht. Rein theoretisch, wenn ich jetzt die Schelle abziehe, geh mal einen Schritt zurück, dass du nicht voll gesaugt bist, müsste hier volles Rohr Sprit kommen. Bei meinem Glück kommt er jetzt auch. Hm. Ja, ein bisschen kommt. Da ist schon Druck drauf leicht. Das riecht nach alten Kraftstoff. Geht. Ich weiß, jetzt mal vorsichtig mache, ich gebe hier mal Druck drauf. Oh, guck mal, da vorne regnet es runter. Warte mal. Ja, ich höre auch was. Warte, man kann es sehen am Boden. Guck mal. Ja, oh ja, kommt raus, ich sehe es sogar. Wir tauschen jetzt einfach mal die Pumpe. Ja, hätte ich auch gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass die Pumpe hier direkt Dreck gezogen hat, weil sie den Tank nicht perfekt sauber gemacht haben. Hier müsste eigentlich ein kleiner Filter zwischen. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt die neue Pumpe einbauen, die auch vielleicht eine halbe Stunde läuft und dann ist die auch fertig, weil sie voll mit Dreck ist. Ich hoffe, es läuft nicht so viel Kraftstoff raus. Ich mache mal hier die kleinen Leitungen auch vorher los, dass wir sie direkt wegmachen. Wie dicht schätzt ist unsere Schlauchschelle da? Ja. Also meinst du, es läuft jetzt viel Sprit raus? Kleiner Schrubs vielleicht. Aber nein. Ich gehe dann mal zurück. Wir nehmen einfach eine neue. Das ist eine 14er, haben wir in der 12er. Mittlerweile, das ist auch ganz wichtig, wenn ich so, gerade wenn ich so viele Oldtimer schraube, Pumpen habe ich mittlerweile ein paar auf Ersatz. Es gibt nämlich verschiedene, einmal mit 14er Anschluss oder 15 mm Anschluss. Das müsste die andere sein, oder? Und hier mit 12 mm. Aber wir bräuchten eine Pumpe. Wir haben nämlich vorne ein Schlauchstück drauf. Und hier ist das mit Rennelmutter. Wir haben auch irgendwo eine Pumpe, wo so ein Schlauch drauf kann. Dankeschön. Sehr. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Eieieiei. Audi 20V. Sind wir schon mal in einer guten Ecke. Ich brauche eine Einspritzleiste. Sowas hier bräuchten wir. Das ist ein Ringauge. Aber diese Leitung möchte ich nicht zerstören, weil es eine komplette Einheit ist. Vielleicht haben wir irgendwo sowas nicht verletzen. Ne? Mhm. Ringaugen. Hier ist zum Beispiel eine, aber zu groß. Das ist ein zu großes Ringauge. Ey, und in den Kisten, die wir bekommen haben. Okay. Da könnte was bei sein. Findest du das hier Chaos? Es geht. Komm, sag die Wahrheit. Hab ich schon Schlimmeres gesehen. Das Luder-Lager vorm Aufräumen zum Beispiel. Hört man ja gerade an der schönen Melodie. Komm wieder mit zurück. Ja, da ist was. Jetzt wird hier wieder gebastelt. Aber jetzt seht ihr, was es ausmacht, manche Sachen einfach aufzuheben. Und jetzt haben wir das Ringauge, was wir benötigen. Verstehst du, was wir machen jetzt? So halb. So halb. Ich mache es dir eben für dich ganz verständlich. Okay. Oder für euch. Viele verstehen jetzt nicht, was macht er da. Zeige ich euch jetzt. Ein Dichtring.
unser Ringauge, ein Dichtring. So, und jetzt sagt ihr, wie kriegen wir das Ganze fest? Zum Glück habe ich es gerade in der Benzinkiste hier gesehen. Eine Verschlusskappe. Und hier können wir jetzt unseren Kraftstoffschlauch drauf machen. Hm. 10 Minuten suchen und wir kommen auch wieder mit Umwegen an unser Ziel. Das muss ja auch fest sein. So, jetzt bauen wir den ganzen Käse mal ein. Ne? So, Pumpe. So, haben wir auch dran. Jetzt stecken wir hier den Kraftstoffschlauch wieder drauf. Erst machen wir hier die Tülle drüber, dann kann da nichts an Plus, an Masse und so. Das knallt klasse, ne? Mhm. Pelles Lieblingsspruch. So, jetzt würde ich sagen, wir lassen das einfach so baumeln. Da passiert erstmal nichts. Und lassen wir wieder runter. Am Kraftstofffilter haben wir die Leitung ja jetzt noch offen. Und wir werden jetzt einmal orgeln und gucken, ob jetzt müsste ja Sprit vorne deutlich ankommen. Wenn Sprit vorne ankommt, werden wir es zudrehen und dann nächsten Startversuch. Ja, komm, komm, komm. Oh. Oh. Jetzt kommt da passiert was. Genug. Das ist jetzt ganz wichtig, so viel Benzin wieder rumgespritzt ist. Ein Funken, der jetzt daneben geht, dann brennt uns die ganze Kiste ab. Das ist natürlich nicht wichtig. Aber jetzt haben wir eindeutig gesehen, wir haben jetzt Spritdruck da, den wir vorher nicht hatten. Kleiner Fehler, große Ursache, haben wir früher auch gehabt. Wir haben auch immer einfach die Pumpen reingemacht. Wieder, das ist jetzt nur ein Provisorium, um zu schauen, ob der Motor überhaupt läuft. Ich hoffe, wir haben allen Kraftstoff jetzt soweit weg. Bremsenreiniger würde ich jetzt nicht mehr nutzen. Wir versuchen es jetzt mal aus eigener Kraft. Vorsicht! Jo. Hopp, hopp, hopp! Hey! Geil. Julian, das ist doch wieder geil. Er läuft zwar jetzt wie ein Eimer Schrauben, aber er läuft aus eigener Kraft. Guck mal hier, da ist doch die Kraftstoffleitung undicht, die auch mal jemand gebastelt hat. Siehst du das? Mhm. Da war wieder Tropf das gerade da immer noch. Mhm. Aber läuft sogar gut, ne? Ja. Gehen wir hin zum Ausruf, ob der Daumen. Vorne haben wir gesehen, dass es undicht ist. Hinten ist auch mal undicht. Die Pumpe wahrscheinlich an sich, ne? Ja, das kommt direkt aus der Hutmutter raus. Habe ich die überhaupt festgezogen? Das weiß ich nicht, aber ich glaube ja. Aber eigentlich haben wir ja schon gesehen, wie einfach das Ganze jetzt wieder lief, ne? Mhm. So, dann würde ich sagen, Julia, machen wir jetzt erstmal hier das ganze Zeug ein bisschen dicht. Mhm. Weil was ich gerne noch probieren würde, ich würde gerne einmal Kupplung treten und die Gänge mal auf der Bühne durchschalten, ob sich das alles gut anfühlt. Das sieht mir fast so aus, als würde es zum Schlauch hier raus bisschen, weißt du? Aber die Schelle schlecht, oder ja, was? Ja, da machen wir eine Schelle scheiße. Da lege ich jetzt ein bisschen lustige Musik drunter. Was machst du da? Den Tanzbär. Ja, Besuch haben wir auch gerade gekriegt. Ich weiß nicht, ob man erkennt, das ist der Holger von den Autodoktoren, aber gar nicht in blau-gelb. In total zivil. Ja. Bist du mit Oldtimer hier? Ja, ja. Wie? Ja, das erste Mal, dass ich ausfahre, ich bin jetzt war ich mal 17 Mal ausgefahren, da für mich 13 Mal liegen geblieben und bis jetzt noch nicht. Hast du einen Italiener? Nee, ein Engländer. Ja, ist ähnlich. Italiener und Engländer haben immer den Hang, lieben zu bleiben. Einmal ja, schrauben, dreimal ja, oder ist einmal fahren, dreimal schrauben. So kenne ich die Regel. Ich habe das Ding aus England, das ist komplett zerlegt gewesen. Und dann haben sie aber irgendwie noch rübergebracht vom Brexit. Und dann habe ich ihn jetzt über die ganze Corona-Zeit immer komplett auseinandergebaut. Und ja, jetzt, wie gesagt, das erste Mal, dass ich mich weiter traue, ich bin jetzt 100 Kilometer gefahren und nicht hängen geblieben. Schon mal geil, oder? Und hier auf den Hof geparkt? Ja, ja. Komm, off-topic, haben wir Zeit? Ja, klar. Lass mich mal sehen, mit was du hier bist. Komm, wir gehen mal gucken. Julian, du kommst klar? Ich komm klar. Oh, war ja. Oh, war ja. Also das ist Oldtimer, weißt du? Ja, das ist wirklich ein Oldtimer. Aber ich zum Beispiel bin kein Engländer-Freund. Ich mag keine Minis. Ja. Und ich würde mich nicht dran trauen. Du brauchst ja auch ständig Spezialwerkzeuge und alles, ne? Ja, und es ist immer was kaputt. Aber ist nicht schlimm, man kann es ja reparieren. Das ist ja eigentlich. Aber so, traumhafter Zustand, so, ne? Ja, ja, ja. Ja, so Spaltmaße sind dann natürlich mega, ne? So englische Spaltmaße. Aber das ist so gewesen, ne? Ja, so war das. Genau so war das. Ja, ich bin stolz hier angekommen. Dann schauen wir mal, ob ich hier wieder wegkomme, ne?
Auch da war ich für keine. Und jetzt isst ihr die schöne Wurst hier? Hm? Ja. Ich habe gerade Pommes. Ja, Pommes essen. Pommes, Currywurst. Kann ich dir empfehlen. Ja, super. Müssten wir auch gleich mal machen, ne? Oh ja. Aber wir müssen noch eben kleines Fix das Video zu Ende drehen und dann komm ich gleich zu dir. Ja, okay, hau rein. Bis gleich. Tschüss mit dir. So, Julian hat eine neue Schelle dran gemacht. Vorne hast du auch eine neue Schelle, den Mengenteiler, die Schraube auch fest. Ich drehe mal am Schlüssel, guck mal, ob er anspringt und ob es dicht ist. Und? Hier hinten kommt nichts mehr. Sehr gut, komm, wir gucken schnell vorne. Da ist er auch dicht. Motor läuft auch gut. Jetzt bin ich aber neugierig. Sven, spring nicht mal am Beifahrersitz. Also alle Kontrollleuchten aus. Hier haben wir sogar einen Tourenzähler. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der sich die Gänge durchschalten lässt. Guck mal, Tacho. Zweite Gang. Dritte Gang ist da. Vierte Gang ist da. Ja, unsere ersten. Warte, warte. Unsere ersten 100 Meter auf der Bühne ist er auch schon gefahren. Ey, das fühlt sich alles richtig gut an. Bremse trete ich noch ins Leere. Gut, dass wir nur auf der Bühne fahren, weil guck mal hier, Bremsdruck haben wir keinen. Ah, okay. Ja, Motor läuft. Hier sind tausende von Hebel. Keine Ahnung, das sind glaube ich irgendwelche Sperren, Hebel. Ich blicke eh nicht durch. Ich weiß so eins, wir haben den wieder ans Laufen bekommen und dieses Auto müssen wir jetzt erstmal kennenlernen. Das werden wir jetzt tun und im nächsten Video seht ihr, wenn wir es ein bisschen besser kennen und die Karosse schon ein bisschen auf Schuss gebracht haben, wie so ein Auto mal fährt. Bis dahin, nächstes Video muss ich noch sagen. Ne? Bis zum nächsten Video. Ciao.